Hallo und schön, dass du wieder da bist bei Grenzenlos Leben. Die letzten Tage und Wochen haben mich immer wütender gemacht. Und meine Wut gipfelte gestern, als ich hörte, dass das dritte Kind unter dem Maulkorb gestorben ist. Ich bin fassungslos und ich kann gar nicht sagen, wie wütend mich das macht. Aber noch mehr wütend macht mich die Untätigkeit und die Gleichgültigkeit, mit der diesem Verbrechen begegnet wird. Es ist so schlimm. Wenn wir über grenzenlos Leben sprechen und das Vielkonzept, dann kann man das noch um einen Schritt erweitern und aufbohren, wenn man das Vielkonzept verstanden hat und wenn man weiß, wie es geht. Also Grenzen zu finden, Grenzen zu erfahren, Grenzen zu entfernen und Grenzen loszulassen. Und dieser eine Schritt ist die Frage, was wäre, wenn? Stell dir doch einfach mal die Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich Eier hätte? Was wäre, wenn ich mich wehren würde? Was wäre, wenn ich nicht mitmachen würde? Und dann ist es sehr einfach, die Grenzen zu finden, die dich begrenzen, die jeden begrenzen, die Diktatoren für euch aufspannen und die Stöckchen, über die ihr jeden Tag neu drüber springt. Das ist kein grenzenloses Leben. Das ist erbärmliches Leben, wie ihr euch benehmt, die das mitmachen, die das tun, die sagen, naja, kann man auch nichts machen. Ist jetzt so? Nein, es ist nicht so. Du bist so. Oder du. Schämt euch. Schämt euch, dass ihr Eltern seid und euren Kindern Maulkörbe aufspannt. Schämt euch. Es gibt Gott sei Dank Menschen wie Mario Buchner, der vernünftige Reden hält. Oder Stefan Repple, der in Mainz eine hervorragende Rede gehalten hat. Ja, es wird nicht friedlich gehen, diese Diktatur zu beseitigen. Ich sage das seit März. Ihr könnt meine Videos zurückgucken bis März. Ich habe im März schon gesagt, da wird eine Diktatur errichtet. Und ich habe Mails gekriegt, ach Klaus, du siehst das falsch. Ach Klaus, du mit deiner geschichtlichen Sicht. Ach Klaus, das kann man nicht mit den Nazis vergleichen. Nein, das kann man nicht mit den Nazis vergleichen. Da habt ihr völlig recht. Das ist viel schlimmer, weil die Nazis hatten nicht die Techniken. Die Nazis hatten nicht Social Media. Was wäre, wenn du von heute ab nicht mehr nur auf Facebook tolle Statements abgibst, betroffen bist, Videos vielleicht auch produzierst, wie ich das tue, sondern selber handelst. Ich handle, das kann ich euch sagen. Was ich schon alles geschrieben habe und gemacht habe, das will ich hier nicht alles aufzählen und das muss auch nicht sein, aber das ist schon einiges. Ich habe im Video 68 eine Anleitung geschrieben. Ich habe unter Grenzenlos Leben, auf Grenzenlos Leben eine Anleitung geschrieben, wie man dieses System zerstören kann, denn es muss zerstört werden. Es geht jetzt um Artikel 20.4. Was wäre, wenn du einfach den Empfehlungen von Mario Buchner folgst, der das sehr gut aufgeschrieben hat, was man im Umgang mit Kindern macht? Was wäre, wenn du deinen Kindern klar erklärst, ihr dürft an einem PCR-Test nicht teilnehmen, spring gegebenenfalls aus dem Fenster oder erkunde Fluchtwege aus der Schule? Wenn du deinem Kind ein Handy mitgibst, ein Codewort verabredest, damit du gegebenenfalls schnell in der Schule sein kannst, einen Fluchtpunkt vereinbarst, wo das Kind hinkommt, wenn es flüchten muss, und dann einen sicheren Hafen für dein Kind organisierst. Großeltern oder wer auch immer ist da die zweite Wahl. Zu Hause ist die schlechteste Wahl, weil die Diktatoren werden zu euch nach Hause kommen und euch auch die Kinder wegnehmen. Das ist alles keine Übertreibung. Das ist Realität in Deutschland 2020. Was wäre, wenn du aufhören würdest mit Querdenken und anfängst klar zu denken? Klar zu denken, ich muss was tun. Was wäre, wenn du jeden Tag 100 E-Mails schreibst mit Strafanzeigen? Was wäre, wenn du jeden Tag, wenn du ein Fax hast, das alles noch mit Faxen begleitest? Was wäre, wenn du jeden anzeigst, der diese Schande über Deutschland bringt? Was wäre? Das wäre tägliches Grenzen erfahren, Grenzen finden, Grenzen erfahren, Grenzen entfernen und Grenzen loslassen. Und dann kommst du auch über die Angst. Was können die dir denn? Ja, sie können dir Bußgelder verhängen. Ja und? In dem Land, das hat eh keine Zukunft. In dieser Diktatur
So what, dann kriegst du halt ein Bußgeld. Scheiß drauf, Entschuldigung. Es ist nicht mehr 5 nach 12, 10 nach 12, 15 nach 12. Die Diktatur ist da, ihr müsst es nur merken. Der Rechtsstaat ist aufgehoben. Da gibt es von Ralf Ludwig, der eher geschadet als genutzt hat mit seinem scheiß Querdenken. Ein ganz bemerkenswertes Video verlinke ich hier drunter auch, wo er sauber analysiert, dass der Rechtsstaat einfach nicht mehr existiert und die Demokratie auch schon lange nicht mehr existiert. Seine Schlussfolgerungen sind falsch. Daraus den Artikel 146 der Verfassung aufzurufen, das ist natürlich Kindergarten, weil das kriegt man ja Gott sei Dank nicht organisiert und das zeigt, dass Querdenken Systembewegung ist. Der Artikel 20.4 ist jetzt gefragt, aufstehen und das System zu zerstören, so wie Stefan Repple das auf dem Rheinufer in Mainz gesagt hat. Der Mann hat komplett recht. Jagt sie aus den Parlamenten. Wenn ihr das nicht körperlich tun wollt, wenn ihr Angst vor Gewalt habt, weil Gewalt verboten ist, akzeptiere ich das. Ich rufe auch nicht zu Gewalt auf. Ich rufe dazu auf, das, was als ziviler Widerstand sinnvoll ist, zu tun. Sprich, E-Mails schicken, Faxe schicken, das System mit Papier vollzuspammen und nicht nur das Gesundheitsamt, nicht nur das Ordnungsamt, alle Ämter, den Bürgermeister, alle Politiker, das Finanzamt. Das Finanzamt ist ganz besonders wichtig, weil das brauchen sie, um ihr Geld einzutreiben, die Diktatoren. Also, wenn ihr das Finanzamt lahmlegt, legt ihr einen systemkritischen Teil lahm und legt einfach das System lahm. Legt es lahm, lasst es in Papier ersaufen. Jetzt sagen manche, ach Klaus, das wird doch eh nicht bearbeitet. Scheiß drauf! Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob das bearbeitet wird. Es geht darum, dass Sie sich aus Bergen von Papier das, was Ihnen wichtig ist, noch raussuchen müssen. Ich kenne Behörden von innen. Die brechen zusammen. Ich habe das in Vergangenheit oft genug getan. Es funktioniert wunderbar. Und stellt euch vor, das machen 100.000 Leute. 200.000 Leute wäre der Traum. 500.000 wäre noch besser. Dann ist der Spuk nach Tagen vorbei. Weil sie haben keine Struktur mehr. Sie müssen ihre entweder E-Mail und Faxe abstellen oder sie müssen im Papier warten und diese Papierberge durchsehen. Sie ersaufen. Ersauft sie in Papier. Denkt mal drüber nach und macht was draus. Euer Klaus.